Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit eurem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, eine schöne Passübung habe ich heute für euch. Ich habe es mal Kurzpassspielkreuz genannt. Ihr seht in der Mitte ein kleines Viereck mit Tellerplättchen und ein großes Viereck außenrum. Wir haben 8 Spieler, 2 Bälle und der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Es wird gespielt ins Zentrum, derjenige Spieler lässt klatschen und dann wird nach außen gespielt. Natürlich könnt ihr nach einer gewissen Zeit dann auch die Richtung wechseln, wie es jetzt hier gemacht wird. Erst war ja links rum, jetzt geht's rechts rum. Ja, wie ihr seht, alles natürlich mit einem Direktspiel. Achtet dabei natürlich auf die Sauberkeit. Ihr seht auch immer, die Jungs müssen sich schnell orientieren, schnell wieder in die Position reinkommen. So sind sie immer in der ganzen Übung ständig in Bewegung und müssen den Kopf natürlich auch einschalten, sich orientieren. Und das ist immer das Wichtigste dann auch für mich, dass sie ja viel in Bewegung sind und immer mit dabei sind bei der Sache. Ja, das war schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Lass ein Like da, lass einen Kommentar da, wie du diese Übung findest. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal und wenn du keine Übung verpassen willst, abonniere mich und verfolge mich. Bis dann. Ciao, ciao.